James Sunderland erlebt Dinge, die man keinem Mann wünschen möchte. Vor 3 Jahren starb nach langer unheilbarer Krankheit seine Frau. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Doch eines Nachmittags findet er vor seiner Haustür einen Brief. Seine Frau möchte ihn in der Stadt Silent Hill treffen, in der sie einst gemeinsam Urlaub gemacht haben, als sie noch gesund war. Aber sie war doch tot. Hatte er sie denn nicht sterben sehen? Völlig verwirrt und doch ohne zu zögern, macht er sich auf den Weg in das einst malerische Städtchen Silent Hill. Und was da auf sie als James Sunderland zukommt, ist Horror in Perfektion. Wir konnten den zweiten Teil von Konamis Horrorschocker nämlich schon einige Stunden anspielen und dürfen Ihnen verraten, dass da der Kracher in Sachen Horror auf der PlayStation 2 im Anmarsch ist. Schon bei Ihrer Ankunft merken Sie schnell, dass in Silent Hill etwas nicht stimmt. Menschenleer und verfallen zeigt sich der ehemalige Urlaubsort als Stätte des Grauens. Zudem scheint das Städtchen hermetisch abgeriegelt zu sein. Überall finden sich meterhohe Absperrungen oder Schilder, die eindringlich davor warnen, den Ort zu betreten. Allein schon die ersten Meter nach Silent Hill sind unheimlich. Nebelschwaden versperren die Sicht und keine Menschenseele weit und breit, beinahe. This town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but is it dangerous? Die Verrückte auf dem Friedhof hatte sie gewarnt, aber sie wollten ja nicht hören. Kaum in der Stadt hören sie seltsame Geräusche nicht weit von ihnen. Der Nebel ist aber so dicht, dass sie kaum die Hand vor Augen sehen. Ein paar Meter weiter erkennen sie, woher die Geräusche kamen. Die Blutspuren auf dem Boden beweisen, dass sich hier noch vor Sekunden eine schreckliche Szene abgespielt haben muss. Sie folgen der Spur und was sie erwartet, ist unglaublich. Kaum haben sie die erste Begegnung hinter sich, werden sie merken, dass die Stadt gar nicht so leer ist. Ständig begegnen sie entstellten Kreaturen, die ihnen nach dem Leben trachten. Oft ist es besser, diesen Monstern auszuweichen, denn gegen sie zu kämpfen ist nicht leicht. Entweder ist ihre eigene Bewaffnung zu schlecht oder die Munition ist zu wertvoll, um sie leichtfertig zu verballern. Nur wenn es sich nicht vermeiden lässt, sollten sie sich in Kämpfe verwickeln lassen. Vor allem in dunklen und langen Gängen von Gebäuden können sie Auseinandersetzungen allerdings kaum verhindern. Einen schon aus dem ersten Teil bekannten Effekt haben die Entwickler wieder eingesetzt. Der Spieler spürt dank DualShock-Controller James' Herzschlag, sobald sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Dieses Feature lässt das Spiel realer erscheinen und Kämpfe mit wenig Lebensenergie werden noch nervenaufreibender. Schwieriger als die Kämpfe sind die Rätsel, für die sie nicht nur einiges an Gehirnschmalz opfern, sondern sich auch in Geduld üben müssen. In jedem Winkel lassen sich wichtige oder hilfreiche Gegenstände finden. Daher müssen sie auch jede Ecke genau nach potenziellen Hinweisen und Utensilien durchforsten. Die Suche nach Schlüsseln und anderen Gegenständen, die für das Fortkommen unerlässlich sind, wird dabei zuweilen zur Geduldsprobe. Dabei werden sie so manche Überraschung erleben. Vor allem, wenn man ihnen bei der Suche auch noch im Weg steht. Doch der Aufwand lohnt sich. Schließlich wollen sie ja wissen, wie es weitergeht. Kaum betreten sie das erste Gebäude, erreicht die Spannung eine neue Intensität. Das Dunkel, das sie umgibt, ist noch furchteinflößender als der Nebel draußen. Sie können den Kreaturen nicht mehr ausweichen und müssen die Gänge und Zimmer öfter besuchen, als es ihren bis zum Zerreißen gespannten Nerven lieb ist. In der Preview-Version beschränkten sich die Rätsel leider nur auf das typische Schlüsselsuchen und Türfinden-Rätsel sowie die richtige Anordnung von Gegenständen. Sie dürfen sich aber im Verlauf des Spiels auf weitere knackige Denkaufgaben freuen. Ein Rätsel wird ihnen auch der Aufenthalt der verschiedenen Charaktere aufgeben. Die Begegnungen wirken verstörend und tragen zu der unvergleichlich dichten Atmosphäre des Spiels bei.
My name's James. James Sunderland. Eddie. Who's that dead guy? Die Charaktere sind überzeugend gezeichnet und erinnern in ihrer Fremdartigkeit und Unnahbarkeit an die Figuren aus David Lynch-Filmen wie Wild at Heart, Blue Velvet oder die Twin Peaks-Serie. Die Filme Lynchs sind nach Aussage des Silent Hill-Produzenten Akihiro Imamura auch die Hauptinspirationsquelle für das Spiel. Wie es sich für einen Horrorschocker erster Güte gehört, tragen die genialen Soundeffekte viel zu der düsteren Gruselatmosphäre bei. Man hört die fiesen Kreaturen, aber man sieht sie nicht. Ein genialer Effekt. Ständig dreht man sich um, aus Angst angegriffen zu werden. Gut, dass die Entwickler des Spiels mit diesen Geräuschen sparsam umgehen und damit eine Abnutzung des Gruseleffekts vermeiden. Zudem verdienen die Designer ein großes Lob für die gelungene Zeichnung und Animation der Monster, die wie eine Mischung aus blutiger Larve und Mensch mit schleimig glänzendem Überzug wirken. Sehr eklig. Noch abschreckender sind die zuckenden Bewegungen unter der entzündeten Haut der Kreaturen. Wenn die Monster auf sie zugewandt kommen, entsteht fast der Eindruck, sie scheinen sich nichts sehnlicher zu wünschen als das Ende ihres Leidens. Im Oktober ist es endlich soweit und Sie können sich auf die Jagd nach den Geheimnissen um den finsteren Ort Silent Hill machen.